So, willkommen zurück bei KOTOR nach dem Urlaub. Ja, ich habe noch drei Videos. Heute ist Samstag, nee, Sonntag. Ja, und ich denke mal, die werde ich bis Montag alle raushauen. Dann kommt dieses Video am Dienstag für euch. Und ja, ab dem Video geht's wieder normal weiter. Das erste, das ich dann hochlade, kommt halt. Mache ich halt sonntags jetzt KOTOR, dann montags Assassin's Creed, was ich noch habe. Und danach dann hier wieder KOTOR und dann muss ich mal Portal wieder weiter rendern und Assassin's Creed weiter aufnehmen. Ja. Ja, dann machen wir mal weiter. Hier mit KOTOR in der Akademie. Oder war das da, wo ich herkomme? Nein. Mehrere, ja. So. Und da. Alter. Der war echt, ja. Ja, ich muss jetzt auch mit der anderen Maus weiterspielen. Weil meine alte Maus, die hat mir irgendwie. Sag ich mal, den Geist aufgegeben. Weil, wenn ich im Urlaub war. Soll ich sagen? Während ich im Urlaub war, ist mir von der Batterie, die in der Maus ist, weil es war eine Funkmaus, ist da die Batteriesäure oder. Ja, Batteriesäure ist mir ausgelaufen. Jetzt funktioniert die nicht mehr. Jetzt muss ich mit meiner alten fetten Maus spielen, die eigentlich besser ist, aber halt so transportmäßig ist diese Scheiße. Oh. Ich hoffe, es kommt bald Minecraft 1.8 raus, damit ich endlich Minecraft beginnen kann. Mal. Oh. Ah, nichts hier. Nichts. Ja, auch nicht. Weil es erinnert mich an einen Raum. Ihr seid gekommen, um zu sterben. Genau wie die Jedi vor euch. Dieser Planet ist euer Grab. Sie denkt, ihr solltet verschont bleiben, auf das ihr leidet. Ihr werdet zerbrechen. Und dann werdet ihr sterben. Warum sie sich mit euresgleichen abgibt, werde ich wohl nie verstehen. Was ist das für ein euer Meister benutzt euch sie hofft, dass ich euch töte und zu meiner Stärke zeigen kann. Er schätzt mich für ein leeres und schönes Bänden, weil ich hasse euch nicht hier, aber ich muss weiter. Nur und Zelle. Wo ist Greyer sein? Sie wartet auf dem Troyos-Kern im Herzen dieses Planeten, aber ihr werdet sie nie erreichen. Was ist das für ein Ort? Er ist uralt, ein Relikt, das die Zerstörung Malakors überdauert hat. Er war schon immer hier. Lange vor den Mandalorianischen Kriegen. Er zieht Tod und Hass an, bündelt sie. Gräueltaten nähren seine Macht, und durch seine Macht entsteht großer Hunger. Viele Jedi wurden schon von ihm verschlungen. Wo kam er her? Ja, wo kam er wohl her? Aus China? Nein. Er ist seit Tausenden von Jahren hier, an einem Ort, an dem die Lehren der Sith Substanz haben. Die Schwelle zu den Grenzen eines uralten Reichs. Kreia sagt, er war für die alten Sith ein Ort der Reflexion, ein Tor in ihre Welt. Er hat laut Revan angezogen und auch nach ihr ruft er. Sie sagte, die Lehren dieses Ortes würden zu den Sith führen, zu den wahren Sith und in ihre dunklen Welten. Dieser Ort führte Revan einst zu den Gräbern Korribans.
und darüber hinaus. Wisst ihr, was Revan zugestoßen ist? Das spielt keine Rolle. Lord Revan hatte die Galaxis in der Hand. Er hätte sie stärken können, doch er hat sie der Schwäche geopfert. Genau wie ihr hat Revan von der Macht gekostet und ihr abgeschworen. Er hatte die Chance, diese zerbrochene Galaxis zu heilen, doch er wandte sich von ihr ab. Ich war hier, als die Akademie auf Korriban fiel und die Sith wie Bestien übereinander herfielen. Unsere Chance auf ein Imperium, Revan, hatte sie zunichte gemacht. Euer Meister benutzt euch. Sie hofft, dass ich euch töte und zu meiner Stärke zeuge. Das wäre der Beweis, dass ihr nicht seid, was sie sucht. Dann wird sie meine Loyalität wieder zu schätzen wissen. Überreden, sie hat euch bereits verlassen, Sion. Das wisst ihr, überreden. Ihr habt sie einmal verraten und versagt. Braucht euch nicht. Sie hat euch bereits verlassen. Klar, klar. Das ist nicht wahr. Ich habe es weitergebracht als alle ihrer Schüler seit Revan. Weiter als ihr. Ich bin stärker denn je. Siehst doch aus. Ich höre es in eurer Stimme, sie will klar. Gemeinsam kämpft mir sie und gemeinsam können wir es besiegen. Ja, doch. Ihr wollt meinen Willen untergraben, es wird euch nicht gelingen. Lasst Sions Willen untergraben, seine Weisheit sind gut, es wird euch nicht gelingen, dir steht, du hast Sions Willen untergraben und seine Weisheit bla bla schlecht. Ich bin bereit. Viele Jahre habe ich darauf gewartet, auch den letzten von euch Jedi zu fällen. Ich bin kein Baum. Nur einer kann meinem Meister dienen. I'm not a tree. What can we do with the Drunken Sailor? Jungsfeld. Okay, ja, war zu erwarten. Mach einfach Machtsturm ein bisschen. Einmal. Jetzt erkennt ihr die wahre Macht der dunklen Seite. Solange die dunklen Orte dieser Welt in meinen Narben pulsieren, kann ich nicht sterben. Aber ihr seid nicht unbesiegbar. In diesem Kampf ging es nie um Fleisch, sondern um den Glauben. Solange euch das 100-mal und ich werde euch 100-mal niederschlagen. Aber solange ich lebe, werde ich euch jagen. In diesem Kampf ging es nie um Fleisch, sondern um den Glauben. Das finde ich jetzt nicht so fair, ehrlich gesagt. Mach ich das? Nein, hab ich nicht. Ich muss aufpassen. Gucken, ob ich ihn hier einklemmen kann. Brauchen Machtsprint. Machterleuchtung wird mir helfen. Jetzt brauche ich heilen. Nein! Was war denn das letzte? Wahrscheinlich da. Da 10 Kilometer entfernt. Ja. Ja. Wie mich das wieder freut. Gehe ich wieder in die Akademie. Diesmal speichere ich davor. Ja, der hat. So. Und. Warte mal, komm. Ich brauch dich. You are my friend. Danke. Super. So, erst den Gelähmten ausschalten. Kerl macht den Ding absolut. Okay, nicht absolut. Weniger Schaden. Ist eine Frau? Ja, ist eine Frau. Tote Frau. Oh, da benutzt er dunkle Machtfähigkeit. Ich treffe sie nicht. Und da ist er. Und der auch.
Sehr schön. Ja, ich mache gerade Pause von Minecraft so ein bisschen, weil ich nebenbei irgendwelche Videos geschaut und Minecraft gespielt, weil ein etwas größeres Projekt. Ich weiß nicht, ich glaube, wenn ich das so groß mache, wie ich es wirklich machen will, wenn ich vorher keine Lust mehr habe, dann wird es das größte, was ich bis jetzt gebaut habe. Ich denke mal, ich werde neben dem geplanten Let's Play auch das Let's Show die ganze Zeit dafür. Oh, jetzt muss ich das Gespräch nochmal. Kommt er jetzt nicht? Ja, komisch. Noch Leute hier drin? Nein. Muss ich warten, bis die... Wohin geht's denn da? Wo geht's hier rum? Puh, soll ich mir das wirklich antun? Ne, ich warte jetzt auf die. Schön. Also nicht die. Es geht. Ist falsch. Ist nicht die Imba-Grafik hier. Ist nicht die Imba-Grafik. Ja, bla, bla. Wo ist Gaia? Was ist für ein Ort? Wo kommt er her? Bla, bla. Ist das Revan? Bla. Am meisten besuche. Ja. Das ist. Ich frag mal, das hier was in ihr wollt meinen Willen unter. Ja. Ich bin bereits nur. Okay. Nö, ich möchte keine Machtfeuerung. Ich möchte den Machtsturm. Jetzt muss ich kurz Pause, um mich zu heilen. Und hier Dingens. Da fallen. Und dann kann ich... So. Gespräch. Jetzt erkennt ihr die wahre Macht. So ja, aber es seid nicht unbesiegbar. Ja, okay, jetzt soll ich die gleiche Taktik nochmal. Nein, ich kann ja mal hier die Kanü abspeichern. Kanü! Und danach heilen, bitte. Was ist ein Todesfeld? Hält es gut? Nein. Hat es viel Schaden? Nein. Das ist gammelig. Macht Welle. Ja, okay, ich habe ja Kanü. I have Kanü. Nein. So ja, dann muss ich jetzt hier nochmal. Meine Maus. Ich habe den Buff. Das heißt, ich werde jetzt eine andere Taktik verwenden. Es gibt eine gewisse Stelle. Pack. Ich brauche den Buff rein. Danke.
Na, so eine. Ja, ich weiß, es ist nicht wirklich ihren Wert oder so, aber. Also, wenn man es. Ich könnte jetzt natürlich auch mich die ganze Zeit gegen anheilen und was weiß ich was machen. Aber wenn man es nicht anders schafft, muss man einfach diese Säulen hier benutzen. Ihr seid stark. Vielleicht hatte sie recht, was euch betrifft. Aber ihr könnt mich nicht töten. Das weiß sie. Weisheit, sie wählte mich, weil ich die Macht aufgab. Was ihr nicht konntet, lasst los, dann werdet ihr verstehen. Überreden, sie hätte sich längst entschieden, wenn sie sich um mich zu lassen. Vielleicht stirbt ihr nicht, aber sie hat keine Verwendung für Verräter. Soll ich Weisheit? Probier's mal. Ohne die Macht gibt es kein Leben.